Ganz recht herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas Spielmeier und heute kommt mal ein Video mit einem großen Batzen Wahrheit. Und zwar sprechen wir über die Buchhaltung für Amazon FBA Händler und die Steuern, wie das alles funktioniert, wie du das für dich und dein Unternehmen am besten lösen kannst. Und zwar werde ich das nicht so erzählen, dass du am Ende des Videos einfach nur breit grinst und denkst, ach, das ist ja alles ganz einfach und es wird super easy und so weiter und so fort, sondern dramatisch ausgedrückt die Wahrheit darüber, wie das Ganze wirklich läuft und wie du das Ganze wirklich bewältigen musst, welcher Aufwand dahinter steckt und was erstmal überhaupt auch alles da dazugehört. Einfach aus dem Grund, weil ich den Leuten hier auf diesem Kanal nicht darum geht, dass du die Videos guckst, weil du Spaß daran hast, sondern weil ich den Menschen wirklich dabei helfen möchte, sich ein Unternehmen aufzubauen. So, lass uns das Ganze starten. Natürlich bist du, egal ob du Einzelunternehmer bist, eine GmbH, eine UG, eine GbR gegründet hast, in Deutschland als Unternehmer dazu verpflichtet, deine Steuern sozusagen selbst zu machen und auch selbst zu entrichten. Das ist nämlich schon mal ein großer Unterschied zum normalen Arbeitnehmer, der ja sozusagen automatisch immer schon Steuern an den Staat zahlt, wenn er sein Gehalt bekommt. Wir als Unternehmer müssen uns selbst darum kümmern, dass wir Steuern zahlen. Wir müssen das Ganze sozusagen freiwillig machen. Und dementsprechend ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir eine Buchhaltung führen und am Ende des Jahres sehen können, okay, wie viel Steuern müssen wir dann auch wirklich zahlen, beziehungsweise auch teilweise sogar schon im Jahr selbst bestimmte Steuersachen erledigen. Zunächst einmal, lass uns ganz kurz angucken, was zur Buchhaltung für Amazon FBA-Händler jetzt konkret gehört. Ja, also global kann man das eigentlich so sagen, man hat als Unternehmen immer Eingangsrechnung, ja, ich schreibe jetzt einfach mal Eingang und Ausgangsrechnung, Ausgang für Ausgangsrechnung, ja. Das bedeutet, eine Eingangsrechnung ist etwas, du bezahlst zum Beispiel Helium 10, du hast ein Tool oder du kaufst dir ein Coaching oder du bestellst Ware, da bekommst du eine Rechnung für. Das ist Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung ist, wenn du selbst eine Rechnung erstellst, das bedeutet, wenn du etwas verkaufst. Ja, zum Beispiel verkaufst du ein Produkt, erstellst eine Rechnung, das ist eine Ausgangsrechnung. So, das heißt, wir haben diese Eingang- und Ausgangsrechnung, daraus besteht die Buchhaltung und das Ganze im Zusammenhang letztendlich mit Kontobewegung. Ja, also du hast dazu dann immer auf deinem Geschäftskonto eine Bewegung. Zum Beispiel Eingangsrechnung kommt rein, 50 Euro, dann wirst du irgendwann 50 Euro an irgendjemanden überwiesen haben. Ja? Das heißt, das beides zusammen matcht und am Ende des Tages, um das ganz einfach zu fassen sozusagen, guckt man einfach, okay, was hast du bezahlt auf der Seite der Eingangsrechnung, wie viel hast du eingenommen auf Seite der Ausgangsrechnung und voilà, dann haben wir dein Jahresendergebnis und davon wird dann ein bestimmter Steuersatz vermittelt und so weiter und so fort und du zahlst deine Steuern. Ganz so einfach ist es nicht, es gehört auch noch einiges mehr dazu. Zum Beispiel kann ein Eingang trotzdem Geld bringen, wenn es zum Beispiel eine Gutschrift ist. Darüber wollen wir jetzt aber gar nicht so viel sprechen, sondern du willst ja erstmal überhaupt wissen, wie du das als FBA-Händler jetzt für dein Unternehmen am Anfang erstmal regeln kannst oder auch später. Deswegen haben wir hier aber auf jeden Fall schon mal die Buchhaltung selbst, also das Festhalten von allen Geschäftsereignissen, die bei dir im Unternehmen passieren letztendlich. Und jetzt müssen wir uns halt fragen, okay, wie systematisieren wir das, beziehungsweise bringen wir das zu Papier, dass wir das an das Finanzamt übermitteln? Wie übermitteln wir das an das Finanzamt? Das sind die Fragen. Und zwar gibt es neben diesen Eingangs-, Ausgangsrechnungen und Bilanzen am Ende des Jahres, wo du siehst, wie viel Gewinn du gemacht hast, noch eine wichtige Sache, die viele immer vergessen als Unternehmer, weil man als Privatperson nicht so viel damit zu tun hat. Und das ist die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer betrifft dich als Unternehmer insofern, dass du Umsatzsteuer auf der einen Seite bezahlst, ja, wenn du eine Rechnung begleichst, auf der anderen Seite aber auch Umsatzsteuer einnimmst, wenn du etwas verkaufst. Ja. In Deutschland sind es 19% normalerweise, jetzt aktuell bei 16% wegen Corona. Allerdings, das ist jetzt der Prozentanteil, ist im Grunde genommen egal. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass du als Unternehmer jede Umsatzsteuer, die du ausgibst, vom Finanzamt zurückholen kannst. Das bedeutet, wenn du ein Produkt kaufst, was 119 Euro kostet, ja, dann hast du 100 Euro netto bezahlt, 19 Euro davon waren Mehrwertsteuer und diese 19 Euro, die kannst du dir als Unternehmer zurückholen. Die bekommst du vom Finanzamt im nächsten Monat auf dein Konto zurücküberwiesen. Wie geil ist das? Egal, ob du dir einen Computer kaufst, ob du dir Produkte kaufst, ob du dir was auch immer kaufst. Ja? Immer hast du diese Prozente, die du wieder zurückbekommst. Auf der anderen Seite
musst du aber Umsatzsteuer, die du einnimmst, auch an das Finanzamt abgeben. Das heißt, wenn du ein Produkt verkaufst für 119 Euro, dann darfst du nur 100 Euro behalten und 19 Euro, die musst du an das Finanzamt abführen. Und das Ganze passiert am Anfang in der Regel monatlich. Ja? Und man nennt das Ganze in diesem Prozess, in dem man sagt, wie viel Umsatzsteuer man eingenommen hat und wie viel Umsatzsteuer man ausgegeben hat, das nennt man die Umsatzsteuervoranmeldung. Ja? Wenn du mal mit jemandem Fachmann sprichst, dann wird er das gerne auch USTVA nennen. Ja, so für die Abkürzung. USTVA. So. Und diese Umsatzsteuervoranmeldung, die müsst du jeden Monat machen. Und jetzt kommen wir im Grunde genommen auch schon zu dem Punkt, wie. Ja, wie tust du das Ganze? Wichtig ist erstmal, dass du alle deine Eingangsrechnungen sammelst. Ja, das heißt, wenn immer du Geld bezahlst, wenn immer du eine Rechnung bekommst, die musst du sammeln. Am besten natürlich digital, weil heutzutage eigentlich fast alles digital ist. Ja, die musst du sammeln. Wenn du etwas verkaufst, dann musst du eine Rechnung erstellen, auch die musst du behalten. Beispiel an dieser Stelle zum Beispiel, ich packe dir mal einen Link unten rein, das ist EasyBill, das ist der Rechnungsservice, der vollautomatisiert für deine Amazon-Einkäufe Rechnungen an den Kunden verschickt. Das bedeutet, du musst jetzt nicht jedes Mal, wenn ein Kunde bei dir was einkauft, eine Rechnung schreiben, sondern dieses Programm automatisiert das und schickt es dem Kunden auch vollkommen automatisiert zu. Und du kannst dir dann am Ende des Monats sozusagen diese Ausgangsrechnung alle herunterladen. Dann hast du also alle deine Eingangsrechnungen, alle deine Ausgangsrechnungen. Auf diesen Rechnungen ist automatisch eine Umsatzsteuer ausgewiesen. Ja? Das heißt, man sieht genau, wie viel Umsatzsteuer hast du eingenommen, wie viel hast du sozusagen ausgegeben. Dann kann das miteinander abgeglichen werden. Und du hast am Ende des Monats sozusagen ein Ergebnis. Hey, musst du Umsatzsteuer abgeben sozusagen, also hast du mehr eingenommen, musst du noch was an das Finanzamt abführen oder auf der anderen Seite hast du mehr ausgegeben und kriegst sogar Geld zurück. Was natürlich von beiden Seiten her auch nicht schlecht ist, wobei wenn man natürlich mehr Geld einnimmt, ist natürlich eigentlich besser. Wie auch immer. Jetzt ist die Frage, dieses gesamte Geschehen hier, diese Umsatzsteuervoranmeldung und am Ende des Tages die gesamte Buchhaltung, beziehungsweise wo man am Ende des Tages ablesen kann, wie viel Gewinn hast du gemacht, wie viele Umsätze hast du gemacht, und so weiter und so fort und wie viel Steuern musst du dann, normale Steuer, ja, Gewerbesteuer musst du dann zahlen. Das Ganze, und das ist jetzt mein ehrliches Wort, würde ich niemals selbst machen. Niemals. Glatt gelogen habe ich nämlich gemacht und unfassbar schlechte Erfahrungen damit gemacht. Es gibt sehr, sehr viele Tools, die die Buchhaltung vereinfachen sollen. Zum Beispiel mit LexOffice habe ich gearbeitet, Zendesk gibt es, AmaInvoice, glaube ich, ist auch irgendwie in die Richtung was. Fest steht, dass kein System, keine reine Softwarelösung für dich, wenn du wirklich keine Ahnung davon hast, ausreichend wird, damit du das richtig machst. Das liegt daran, dass zum Beispiel deine Eingangsrechnung nicht immer einfach nur eine Rechnung ist, sondern dass alles in verschiedene Konten aufgeteilt wird. Bedeutet zum Beispiel, dass eine Eingangsrechnung, wenn du ein Büro hast, ja, für Bürogebäude eine ganz andere Ausgabe sozusagen ist, als wenn du zum Beispiel Produkte nachbestellst und das auch in der Buchhaltung, Buchführung und Bilanzierung ganz anders aufgenommen wird. Und ich halte persönlich nicht sehr, sehr viel von Ausbildungsberufen, beziehungsweise von Sachen, wofür man studieren muss. Diese ganzen Finanz- und Steuergeschichten haben aber einen Grund, dass das 3 Jahre lang dauert, weil die wirklich was lernen. Die wissen danach wirklich Dinge, die du so nicht so schnell auch lernen kannst. Das ist wie Medizin oder Rechtsanwälte. Die wissen wirklich was. Und deswegen ist meine Empfehlung an jeden Unternehmer da draußen, der anfängt, ja, auch wenn du vielleicht nicht unfassbar viel Geld hast, es ist sehr klug investiertes Geld, wenn man einen Steuerberater sich sucht. Ja, wenn man sich einen Steuerberater sucht und jetzt ist das Wichtige, der sich mit FBA auskennt. Steuerberater, der wirklich dieses Geschäftsmodell kennt. Ja, der muss jetzt nicht wissen, wie mache ich das Marketing oder Produktrecherche, sondern der soll wissen, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell, damit er dich richtig beraten kann. Denn es bringt dir nichts, jetzt zu deinem Dorftyp zu gehen, der vielleicht super sympathisch ist, aber überhaupt gar keine Ahnung hat, was da online läuft. Ja, und überhaupt gar keine Prozesse automatisiert. Ich zum Beispiel in meiner Steuerberatung, ich bin unfassbar zufrieden. Die haben Systeme dahinter, wo sozusagen fast alles automatisiert wird, wo zum Beispiel aus EasyBill die Rechnung automatisch da reingestellt werden, wo ich am Ende meines Monats einfach alle meine Belege, die ich habe, hochladen kann, wie so ein Drop-Down. Aber wo ich, wenn ich Fragen habe, anrufen kann und wo ich auf der anderen Seite auch angerufen werde, wenn mein Steuerberater dann sagt, zum Beispiel Niklas,
Super Monat gewesen. Wir sollten jetzt so und so viel Geld zurücklegen, damit wir am Ende des Jahres auch genug haben, um die Steuern zu bezahlen. Denn das zum Beispiel ist ein Punkt, den viele vergessen. Vor allem, wenn sie selbst die Buchhaltung machen. Wenn du das jahrelang überall Gewinne machst, die immer reinvestierst, ja, was ja eigentlich klug ist, das darfst du aber nur bis zu einem gewissen Pfad machen, damit du am Ende des Jahres noch auf die Gewinne, die du gemacht hast, die Steuern zahlen kannst. Ja, und wenn du das nicht kannst, dann hast du ein Problem. Und damit deine Umsatzsteueranmeldung auch korrekt läuft, damit du die monatlich abgibst und dass du nicht mehr 2, 3 Monate Verzögerung hast, weil du dann jedes Mal Strafe zahlen musst. Und von Anfang an lohnt es sich, einen Steuerberater zu haben, und der wird dir von Anfang an Geld sparen. Denn der Steuerberater ist kein Kostenpunkt, sondern das ist ein Einnahmepunkt bei mir. Für mich ist, wenn ich das verbuche, okay, gut, meine Steuerberater schreibt mir eine Rechnung, bezahle ich super gerne, weil ich weiß, hey, das, was ich hier bezahle, das bringt mir letztendlich viel mehr Geld, weil ich dadurch bestimmte Fehler, entscheidende finanztechnische Fehler vermeiden kann, aber auf der anderen Seite auch einfach Steuern spare. Ja? Denn du selbst kennst keine Steuerspartricks. Legal. Ja? Es gibt so viele Sachen, die möglich sind. Es gibt so viele Sachen, die möglich sind, die dir am Ende des Jahres 5, 6, 7.000 Euro Steuern sparen, und du dann hast du vielleicht insgesamt 500 oder 600 Euro für einen Steuerberater ausgegeben. Ganz kurz zum Kostenpunkt. Steuerberater kannst du so am Anfang zwischen 100 und 200 Euro ungefähr pro Monat dir hinlegen, inklusive der Buchhaltung und so weiter und so fort. Leute, die mehr wollen, würde ich grundsätzlich ausschließen. Das ist frech, auch am Anfang. Ein Steuerberater ist dafür da, um dir zu helfen. Ja, ein sozialer Beruf ist jetzt vielleicht das Falsche, aber das sind Leute, die sollten, wenn du klein bist, die auch ein gutes Angebot machen, und natürlich, wenn du größer wirst, dann nehmen die mehr. Ne, dann können die auch richtig Geld an dir verdienen. Das ist aber in Ordnung, ja, solange sie einen guten Job machen. Also, hol dir einen Steuerberater dafür und nutze auf keinen Fall irgendwelche Tools. Das ist die Kernmessage des Ganzen. Dann musst du dich auch gar nicht so sehr mit diesem ganzen Thema hier beschäftigen, weil du dich als Unternehmer nicht darauf fokussieren solltest, sondern darauf fokussieren solltest, womit du wirklich Geld verdienst. Das ist das, was deine Aufgabe ist. Und damit würde ich jetzt weitermachen. Wenn du das mit Amazon FBA tun willst, dann solltest du diesen Kanal auf jeden Fall mal auschecken und gegebenenfalls beim nächsten Video direkt abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder. Schreibt euren Steuerberater an oder an all die Leute, gut, die werden sich das Video wahrscheinlich nicht angucken, aber die Leute bei mir im Coaching, geht an die Leute, die wir da in der Netzwerkliste haben, ja, wo wir die an die Hand geben, die wirklich mit Amazon sich auskennen, die wirklich weiterhelfen können und das Ganze teilweise sogar noch günstiger hinkriegen. Also, super. Haut rein, Leute, und ciao. Du hast den Plan oder bist vielleicht sogar schon dabei, dir ein eigenes, erfolgreiches Online-Business aufzubauen und dein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Das finde ich extrem cool, und das Allerwichtigste, du hast bereits verstanden, dass Wissen Erfolg bedeutet. Sonst würdest du dieses Video hier nicht gesehen haben und erst recht nicht bis ganz zum Ende. Leider kann ich auf YouTube nur einen ganz kleinen Prozentanteil meines gesamten Wissens teilen, weil ich Angst habe, dass sonst irgendwelche anderen Gurus und Coaches das Ganze einfach kopieren und für ihre eigenen Zwecke einsparen. Deswegen habe ich für dich ein exklusives Online-Training erstellt, was ich auf meiner eigenen Website hochgeladen habe, was du dir aber so ganz einfach anschauen kannst und musst, wenn du planst, mit Amazon FBA durchzustarten, weil ich in diesem Video meine Haupterkenntnis mit dir teile, warum ich erfolgreich geworden bin auf Amazon FBA und was 99% der Seller niemals verstehen werden. Sieh dir also jetzt das Online-Training an. Besonders wenn du überlegst, dich von mir coachen zu lassen, musst du dieses Training vorher gesehen haben, um eine bessere Entscheidung treffen zu können. Also, wir sehen uns gleich auf der Website. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Und dir wünsche ich jetzt noch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Hau rein und ciao!